Also wir sprechen nicht über E-Bikes, sondern über elektrische Autos, weil die Autobranche, die ist nun mal gewaltig im Umbruch. Viel wird darüber diskutiert, ob es jetzt bald keine Verbrennungsmotoren mehr geben wird. Experten schätzen, dass in 10 Jahren jedes dritte verkaufte Auto ein Elektroauto sein wird. Wie gehen die vielen mittelständischen Zulieferfirmen damit um, die Bauteile für Motoren und Getriebe herstellen? Angela Fischer mit einem Beispiel aus dem Bayerischen Wald. BMW in Dingolfing. 1600 Autos verlassen täglich das Werk. Die meisten mit Verbrennungsmotor, noch. Ortswechsel in 96 Kilometer entfernte Tittling. Hier im Bayerischen Wald fertigt die Firma Heiko Bauteile für die Autoindustrie. Auch für BMW in Dingolfing. Zum Beispiel solche Abgasflansche. Dieses Bauteil wird an ganz normalen Verbrennungsmotoren im Abgassegment verbaut. Und von diesen Bauteilen fertigen wir hier allein an dieser Maschine 7000 Stück die Woche. E-Autos brauchen keine Flansch. Das Bauteil ein Auslaufmodell. Wie viele andere Bauteile auch. Grund? Ein Verbrennungsmotor besteht aus ca. 2500 Teilen, ein Elektromotor dagegen nur aus 250. Viele Zulieferer sind verunsichert. Was passiert wirklich ab 2030? Die Studien, die ich kenne, die basieren auf Zahlen, wo der höchste Anteil Hybridfahrzeuge sein sollen und ungefähr mit 60-70% im Hybridbereich sein wird. Das heißt, auch bis zum Jahr 2030 können wir davon ausgehen, dass die meisten Fahrzeuge noch einen Verbrennungsmotor verbaut haben werden. Die Autobranche ist die wichtigste Wirtschaftsbranche Bayerns. Einschließlich der Zulieferer arbeiten hier über 200.000 Menschen. Kommt das aus für den Verbrennungsmotor, ist laut Münchner IFO-Institut allein in Bayern die Hälfte der Autojobs in Gefahr. Die Mitarbeiter machen sich schon auch Sorgen, aber wir haben gerüstet in unserem Betrieb. Was mir Sorgen macht, das sind die älteren Mitarbeiter, die sich da bei der Weiterbildung ein bisschen schwerer tun. Der niederbayerische Mittelständler hat gehandelt. Seit diesem Jahr werden zum Beispiel solche Lager hergestellt. Die verbinden die Anhängerkupplung mit dem Fahrzeug. Auch E-Autos brauchen solche Lager. Eine Halle weiter, die Kunststoffproduktion. Die Hälfte der insgesamt 550 Mitarbeiter arbeitet hier, vor allem Frauen. Bauteile wie zum Beispiel solche Kühlausgleichsbehälter laufen hier vom Band. Unseres Erachtens werden immer Kühlkomponenten auch bei Elektroautos benötigt. Und deshalb sind wir der Meinung, dass auch wir hier entsprechend Bauteilen oder Baugruppen für die Zukunft mitgestalten dürfen. Die neue Technologie eröffnet aber auch neue Geschäftsfelder. Diese Chance will der Mittelständler aus Tittling nutzen. Wir versuchen, unsere Basis etwas zu verbreitern und beliefern mittlerweile auch andere Industriebereiche. Aufatmen bei den Mitarbeitern in Tittling. Ihre Arbeitsplätze scheinen auch nach einem denkbaren Aus des Verbrennungsmotors gesichert.